Ja, hallo. Heute wieder ein Quick-Tipp. Denn heute geht es darum, und zwar um den Spruch: Fremde sind Freunde, die ich nur noch nicht kennengelernt habe. Denn wir wissen alle, wir brauchen heute, um vielleicht einen guten Job zu bekommen und, brauchen wir Vitamin B. Vitamin B ist wichtig, denn gerade wenn man seinen Job verloren hat in der heutigen Zeit, dann kann es ganz, ganz schnell vorkommen, dass ich bei irgendeiner Zeitarbeitsfirma lande. Und dann muss ich für, weiß nicht, 5 € oder für 8 € dann arbeiten. Wenn ich aber Vitamin B in mir habe, das heißt also, ich auch bestimmte Leute kenne oder sie irgendwo mal gesehen habe, dann kann es sein, dass mir da ein Job besorgt wird, der wesentlich mehr mir einbringt. Und deswegen ist dieses, man sagt ja, Vitamin B unheimlich wichtig. Und zu meiner Tochter habe ich schon immer gesagt, Fremde sind Freunde, die ich nur noch nicht kennengelernt habe. Das ist also ganz wichtig. Ich habe es auch irgendwann mal gehört und habe mich auch daran gehalten. Aber worauf ich hinaus will bei diesem Quick-Tipp ist, was ich wieder gesehen habe: Silvester im Adiamo hier in Bad Oeynhausen, das ist so ein Tanzlokal, Silvester, dass manche, bei Frauen ist mir das aufgefallen, das heißt also, weil es geht ja um Fremde sind Freunde, die ich noch nicht kennengelernt habe, das ist mir bei manchen Frauen aufgefallen, weil Silvester tragen sie dann ihre schönsten Kleider irgendwie zur Schau. Und da ist mir aufgefallen, dass so manche Frauen in der Ecke standen und haben eine andere Frau beobachtet und haben immer so von oben nach unten geschaut und noch so seitwärts. Und die Frau, die andere, sieht es ja. Also das heißt, das signalisiert immer eine Abwertung. Und wenn die später mal miteinander in irgendeiner Weise in Kontakt geraten, dann sind es nicht Fremde, sind Freunde, die ich nur noch nicht kennengelernt habe. Denn das speichert sich ab. Also immer, wenn man von oben nach unten guckt. Deswegen ist es ratsam. Vielleicht sollte man bei allen Menschen machen. Vielleicht braucht man den später nochmal als sogenanntes Vitamin B. Man sollte immer, wenn man einen Menschen begegnet, dann sollte man ja einfach von unten nach oben schauen, in die Augen. Nicht von unten nach oben. Das hebt den Wert, ne, der Menschen. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp: Versucht, wenn ihr von unten nach oben schaut, in die Augen, dann versucht, wenn ihr oben angekommen seid, dann versucht einfach mal die Augenfarbe zu erkennen. Einfach sich sagen: Mensch, was hat er denn für eine Augenfarbe? Und dabei lächeln. Den Menschen habt ihr für immer gewonnen. Das speichert sich im Unterbewusstsein und das ist dann ein charismatisches Bewusstsein. Das war der Quick-Tipp. Ja, noch ein kleiner Nachspann. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren würden. Und wenn Sie unten ins Bemerkungsfeld schauen, da haben wir auch dann dementsprechend zu den Themen noch interessante Links. Wir sind auch bei Facebook zu finden und den Link gibt es dort auch. Danke, ciao.